Woi Pferdenerds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stallsorgen. Ich habe es mir draußen wieder auf unserer Ranch kurz gemütlich gemacht und wieder drei Stallsorgen rausgesucht. Es haben mich auch schon einige wieder angeschrieben, wann denn ihre Frage kommt oder ähnliches. Und ich habe immer noch über 200 E-Mails bei mir in meinem E-Mail-Fach rumliegen und deswegen kann es sein, dass ich manche Fragen vielleicht gar nicht beantworte. Ich hatte mal damit angefangen, die schriftlich dann wenigstens kurz zu beantworten. Und ich muss sagen, ich schaffe das einfach nicht. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich gehe momentan auch so ein bisschen einfach nach Titel, was wir vielleicht noch nicht hatten oder wo mir gerade vielleicht auch spontan was dazu einfällt oder was ich dann interessant finde oder so. Und danach gehe ich dann teilweise. Von daher seid mir bitte nicht böse, wenn ich das nicht schaffe. Ihr könnt natürlich gerne auch eure Stallsorgen hier in die Kommentare mit reinschreiben, wenn es so kleinere Sachen sind. Oder mir natürlich weiterhin E-Mails schreiben, sehr gerne. Ich versuche jetzt auch einfach mal bei den aktuelleren Sachen mehr reinzuschauen und nicht die ganz alten Dinger noch abzuarbeiten. Von daher schreibt mir gerne weiter, aber ich habe leider keine Garantie dafür. Aber hier in den Kommentaren helfen euch vielleicht einfach auch andere Zuschauer, die eine ähnliche Situation hatten und dazu ihre Meinungen oder vielleicht ihre Erfahrungen mitteilen können. Und von daher könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Und ich bin wie immer gespannt auf eure Meinungen und Einschätzungen zu den Problemen, die wir jetzt dann hier heute besprechen. Die erste Frage richtet sich so an das Problem, ob man immer im Training so über seine Grenzen gehen muss. Und dabei ging es so mit um die Frage um Ängste. Also wenn man jetzt zum Beispiel Angst hat, durch eine Pfütze durchzureiten oder mit dem Pferd ins Wasser zu reiten oder Stangenarbeit zu machen, vielleicht auch zu springen oder ähnliches, ob es dann wirklich notwendig ist, dass man in dem Training immer über seine Grenzen rübergehen muss, also das unbedingt durchziehen muss, damit man, das vielleicht dann geschafft hat oder so. Ich bin kein Psychologe, ich habe nur bisher, mit meinen eigenen Ängsten zu kämpfen und auch einige Schüler, die vor verschiedenen Sachen Angst haben. Und meine Erfahrung ist, dass es von Mensch zu Mensch sehr abhängig ist, so wie diejenigen mit Ängsten umgehen. Manchen tut es sehr, sehr gut, wenn man sagt, komm, du schaffst das, aber in einem positiven Sinne und sie dann dazu bekommt, wirklich bis zum Ende durchzuhalten. Es gibt aber auch Menschen, die das dann sehr, sehr stark belastet und für die das dann psychisch eine sehr starke Herausforderung ist, diese Situation dann durchzustehen zusammen mit dem Pferd. Und da bin ich der Meinung, das tut der Pferd-Mensch-Beziehung dann halt auch nicht gut, wenn man sich dann da so durchquält. Klar hat man es am Ende dann vielleicht geschafft, aber man geht einfach mit einem schlechten Gefühl raus. Und ich finde, aus dem Training sollte man möglichst immer mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ich finde es gut, wenn man sich seinen Ängsten stellt und die Probleme dann angeht und es zumindest versucht. Aber man muss ja nicht gleich alles schaffen, sondern ich finde es dann besser, wenn man wenigstens einen kleinen Schritt erstmal schafft, soweit wie man sich dann wohlfühlt. Und mir geht es zumindest so, dass wenn ich vor irgendwie etwas Angst habe und dann über so eine gewisse Schwelle rüberkomme, dann kann ich entweder weitermachen und habe dann wirklich ein gutes Gefühl und kann es auch bis zum Ende durchziehen. Oder es ist dann dieses, oh mein Gott, ich habe das geschafft, aber jetzt reicht's auch. Und ich finde, dieses jetzt reicht's auch sollte man dann auch respektieren. Sowohl als Trainer, dann den Schüler nicht weiter da durchzuprügeln, sage ich jetzt mal, aber auch man sich selber gegenüber. Also, dass man sich selber eingesteht, so, okay, gut, das habe ich jetzt geschafft, das ist gut, ich mache dann morgen weiter bei dem Problem. Und ich finde, das ist auch überhaupt nicht verwerflich, da dann eben abzubrechen oder halt nur die halbe Übung zu machen. Genauso auch, wenn man sich von vornherein vielleicht nicht gut fühlt, beim Springen zum Beispiel oder ähnliches, wo man vielleicht einfach, Angst davor hat. Es muss ja auch gar keine Panik sein oder so. Man hat manchmal einfach kein gutes Gefühl dabei und ich finde, das ist total menschlich und in Ordnung, dann da eben ein bisschen was Entspannteres zu machen. Man muss bloß aufpassen, dass man sich von seinen
schlechten Tagen oder von seinen Ängsten nicht vereinnahmen lässt und dann sich immer mehr einschränkt. Wenn das passiert, sollte man wieder über diese Grenzen lieber ein bisschen rübergehen. Das ist mir zum Beispiel passiert. Ich bin mit Chico ganz am Anfang dann irgendwann nur noch auf einem Reitplatz dann irgendwie geritten bei meinem ersten Stall, weil der andere für mich gar nicht mehr betretbar war, weil da immer ein Problem war. Und das ist halt dann Mist. Also wenn man merkt, okay, ich schränke mich jetzt aber immer mehr ein, dann würde ich die Ängste dann lieber wieder ein bisschen aktiver angehen. Aber wenn man weiß, ich habe halt immer mal einen schlechten Tag und dann setze ich mich dann eben mal nicht mit den großen Problemen auseinander. Wie seht ihr das denn? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare rein. Ich bin da ja ein bisschen entspannter, was das angeht. So, ich lasse meine Schüler dann auch, wenn die sagen, okay, nee, reicht mir, dann reicht das dann auch. Dann müssen sie meinetwegen auch nicht galoppieren, auch wenn sie es vorher zum Beispiel geübt haben oder eigentlich üben wollten. Dann eben das nächste Mal. Aber dann das nächste Mal dann langsam dann doch, bevor sie anfangen, sich davor zu drücken. Also, ja. Ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Ist auf jeden Fall nicht so einfach, denke ich. Dann eine andere E-Mail, in der ging es um ein unreitbares Pferd, was wohl unreitbar ist, weil es halt seine Reiter immer abwirft. Und mit dem es wohl aber auch keine Bodenarbeit so wirklich zu machen. Die Besitzerin hat wohl auch Angst vor ihrem eigenen Pferd und diejenige, die mir die E-Mail geschrieben hat, ist die Pflegebeteiligung von dem Tier. Und die fragt sich ja, was kann ich denn jetzt nun eigentlich machen, damit es nicht in der Box, Koppel und auf dem Paddock da irgendwie versauert. Und das Problem ist bei dem Pferd in der Bodenarbeit, dass es sich halt nicht wegschicken lässt. Und das ist tatsächlich ein größeres Problem, wenn man das Pferd halt nicht, also sich keinen Raum verschaffen kann und das Pferd halt einfach beispielsweise stehen bleibt oder vielleicht auch noch gegen einen geht, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig, mit den Pferden zu arbeiten. Aber ihr wird halt wohl vor Ort empfohlen, dann eben dann mal die Grenzen zu setzen und ja, da mit der Gerte eben gegen vorzugehen. Aber das Pferd hat wohl eine schlechte Vergangenheit, wie man so schön sagt. Und das möchte sie nicht, da mit der Gerte irgendwie vorzugehen oder mit anderem Schlagwerk, sage ich jetzt mal. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das nichts bringt. Ich habe schon so viele Pferde erlebt, auf die dann eingedroschen wurde letztendlich mit der Gerte. Und die machen einfach noch die Augen zu und sagen, ja, mach halt. So. Und halten das einfach nur noch irgendwie aus. Und das ist überhaupt gar kein Weg. Also das bringt nichts und es richtet eigentlich nur noch mehr Schaden an, weil die Pferde halt dann letztendlich dann auch lernen. Ich halte das jetzt einfach aus. Das ist jedes Mal psychischer Stress für das Pferd. Aber es ist halt irgendwann vorbei und im schlimmsten Fall sterbe ich halt. Und so sind Pferde dann leider. Deswegen würde ich ganz also da anders herangehen und erstmal nur da sein für das Pferd, also auf der Koppel hingehen, streicheln, dass man erstmal anwesend ist. Und wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, so okay, das Pferd lässt sich langsam auf mich ein, das kann man meistens ein bisschen daran erkennen, dass es halt so beobachtet, wo ist der Mensch gerade, was macht er denn gerade, also ein bisschen mehr mit dem Menschen interagiert, dass man dann versucht, beispielsweise nach den 7 Spielen zu arbeiten und dort erstmal mit physischen Druck im Sinne von Hand anlegen und weiter schieben, bis es erstmal nur das Gewicht verlagert an der Hinterhand. Ich will jetzt hier nicht die 7 Spiele nochmal erklären, aber ich denke mal, ihr könnt es ansonsten googeln, was die 7 Spiele sind, aber vom Prinzip her, dass man erstmal übt, dass das Pferd auf Druck auf den eigenen Körper gezielt lernt, davor wegzugehen. Und dann muss man eben damit anfangen, dass es erstmal nur das Gewicht verlagert, bis es irgendwann den ersten Schritt macht. Und dann hat man schon sehr, sehr viel geschafft, um in dieses Wer bewegt wen Spiel zu kommen. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Pferde das eigentlich dann gerne annehmen, wenn sie merken, okay, wir kommunizieren hier auf einer Ebene miteinander, die ja, wie sagt man, also die halt mehr pferdisch ist, ne? Und das, also Pferde verkloppen sich nicht einfach gegenseitig, sondern Pferde verschaffen sich eben Raum. Und das ist etwas, was die Tiere dann eigentlich gut verstehen und damit auch besser umgehen können als mit, ja, es wird jetzt auf mich eingeprügelt, was soll ich eigentlich machen, ne?
Da lassen sich die meisten Pferde eigentlich ganz gut darauf ein. Ich würde allerdings, wenn man da gar keine Erfahrung mit drin hat, mir auf jeden Fall einen Trainer dafür holen, weil gerade das Timing, am Anfang so wahnsinnig wichtig ist. Und da lohnt es sich schon, jemanden dabei zu haben, der da mehr Erfahrung drin hat, als man vielleicht selber. Um da erstmal einen Anfang zu machen, ne? Also mit einem Pferd, was erstmal komplett zumacht, muss man erstmal irgendwie einen Einstieg finden. Und da würde ich auf jeden Fall einen Trainer empfehlen, der sich das eben anguckt. Vielleicht auch jemanden, der sowas wie Tierkommunikation studiert hat, da gibt es ja, oder gelernt hat, da gibt es ja verschiedene Ausbildungen dazu. Also nicht die, die jetzt hier so auf telepathischen Wege da irgendwas machen, sondern die sich halt mit der ja, mit der Kommunikation von Pferden untereinander und wie kommuniziert Mensch am besten mit Pferd auseinandergesetzt haben. Ich denke mal, so jemand könnte dir dann da vielleicht helfen. Aber vielleicht hat ja jemand auch so ein Pferd oder so eine Situation schon mal durchgemacht. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, was ihr für Gedanken dazu habt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Meinung. Und kommen wir noch zu einem dritten Thema, was irgendwie immer wieder aufkommt, tatsächlich. Aber ich glaube auch, weil es viele Menschen durchaus beschäftigt und weil es ein heikles Thema ist, letztendlich. Ich habe dazu ja schon mal ein oder zwei Videos gemacht. Und zwar das Thema, ja, bin ich zu schwer für mein Pferd? Oder hier in dem Fall hat diejenige geschrieben, die hat eine Freundin, die unbedingt auch mal reiten möchte und die möchte sich gerne auf das Pferd von der E-Mail-Schreiberin draufsetzen. Und so, ja, du hast doch ein Pferd, dann kann ich das doch machen. Und die Besitzerin fühlt sich aber damit überhaupt nicht wohl. Das hat verschiedene Gründe. Das hat auch meiner Meinung nach, ist das gar nicht so sehr relevant, was es für Gründe hat, sondern das Problem liegt hauptsächlich, glaube ich, in dem Fakt, dass man jemandem sagen muss, dass er für irgendetwas zu schwer oder zu groß ist. Dafür muss derjenige ja nicht mal irgendwie was können, so sage ich jetzt mal, sondern ist vielleicht auch einfach so gebaut oder keine Ahnung, hat vielleicht auch irgendwie eine Erkrankung oder so. Das ist auch völlig egal. Es gibt auch Pferde, die können halt nun mal nicht mehr als 70 Kilo tragen, beispielsweise. Und ein erwachsener Mann wiegt halt meistens mehr als 70 Kilo zum Beispiel. Und daran lässt sich dann halt nichts rütteln. Und ich finde, es sollte also in einer guten Freundschaft möglich sein, jemandem zu sagen, so du, sorry, aber das geht einfach nicht, weil tut mir leid, du bist zu schwer. Das sollte möglich sein. Und ich bin dafür, dass man sowas häufiger besser direkt ansprechen kann, dass das eben nicht geht. Ich versuche das auf jeden Fall klar zu kommunizieren. Ich habe auch für meine Pferde ja eine Gewichtsgrenze und darüber hinaus geht halt einfach nichts. Und da bin ich auch null tolerant, eben weil es um die Gesundheit meiner Tiere geht. Und da ist mir das dann auch egal, ob dann jemand sagt, ja, ich zahle auch extra, hatte ich auch schon, so Gewichtszuschlag von wegen und das ist halt einfach nicht drin. Und ja, wenn dann die Grenze eben bei 80 Kilo liegt oder bei 90 Kilo, dann können halt viele dann leider nicht reiten. Dann ist das nun mal so für dieses Pferd. Aber es gibt andere Pferde, die vielleicht dann da stabiler gebaut sind oder so. Ich würde das dann gegebenenfalls mit dem Tierarzt absprechen. Aber auch da habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass manche Tierärzte nicht den Arsch in der Hose haben, zu sagen, nee, das Pferd kann halt nur so und so viel tragen. Schwierig. Tue mich da auch schwer mit dem Thema, aber ich wäre da sehr dafür, dass man das konkret anspricht. Wie haltet ihr das? Schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare rein. Und habt ihr vielleicht sowas wie Gewichtsgrenzen oder so? Wie gesagt, meine liegt bei 90 Kilo und da geht auch nichts drüber. Andere sagen ja maximal 110 Kilo, finde ich teilweise auch für die Pferde sehr, sehr schwer. Und also finde ich persönlich teilweise zu viel, 110 Kilo. Hi Felix! Na, hast du eine Gewichtsgrenze für Pferde? 15% des Pferdegewichtes, wenn das Verhältnis von Rumpf zu Unterbauch stimmt. Klingt gut. Also 15% des Pferdegewichtes, ja? Das wasserabhängig, aber. Wasserabhängig, ja. Ja, es gibt halt einfach viel zu viele Faktoren dafür. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Haflinger habe oder so,
Ja, der kann zum Beispiel auch einiges tragen, durchaus, aber wenn der halt gerade nicht fit ist oder so, oder ne, ist zu dünn oder der Rückenmuskel gibt das halt nicht her oder die Rückenmuskeln, dann kann der halt eben nicht mehr tragen als, weiß ich nicht, 65 Kilo oder so. Kann halt auch sein. Von daher muss man immer situationsbedingt entscheiden. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht oder wie ihr mit solchen Situationen umgeht. Und bin gespannt auf eure Meinung. Lasst dem Video gerne ein Like da, wenn ihr noch nicht habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!